Schön ist halt, dass die Monster nicht respawnen. Das finde ich halt schon mal gut. Oh, die verschwinden einfach so. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Wie war das mit nicht respawnen? Der ist noch der von vorhin. Nee, den einen hattest du doch schon besiegt. Komm, mach deinen Angriff. Sobald du zu weit weg bist, macht er das nicht. Ja, jetzt macht er den. Ah! Ey, das ist zum Kotzen. Man sieht ja auch so geil. Ernsthaft. So. Dann kommen wir uns mal um Spuggy. Das waren aber auch, glaube ich, zwei Spuggys, ne? Nee, ich glaube nur eine. Tschüss. Sollte funktioniert haben. Gibst du mir deine Punkte hoch? Nee, der ist nicht tot. Der hat überlebt, ich glaub's ja wohl. Ja, egal, der ist jetzt da unten. Ja, je nachdem, ob der nicht dann respawnt, wenn wir hier mal sterben. Hm. Sieht's aus, haben wir irgendwas gefunden? Nee. Einen Speicherpunkt haben wir hier. Das ist schon mal schön. Was war das? Nochmal? Du musst nochmal. Nee. Aber er hat zumindest jetzt alle Lichter an. Ja, zumindest die wir sehen. Die Frage ist, was er gebracht hat. Einfach nochmal. Passiert nichts mehr. Man hört zumindest nichts mehr. Und auf der Map? Müsste ja eigentlich dort weitergehen. Nehmen wir das? Zum Drehen? Ach, drehen. Okay. Heben wir mal wieder die Welten an. Jo, machen wir doch gerne. Was mit unserem Toten? Schieben wir den mit? Nee, zum Glück nicht. So, wir gucken mal kurz hier lang. Okay, also daran geht es jetzt auf einmal weiter. Dann gucke ich erst hier lang. Von hier? Ich glaube, ne? Ja. Genau. Das ist jetzt alles oben. Ja, das ist total verwirrend, wenn hier alles die sich die ganze Welt nochmal verschiebt. Und hier noch was? Was neu entstanden ist? Da kommen wir jetzt nicht mehr an. Das ist zu hoch, also müssen wir hier hin. Okay. Dann gehen wir hier hin. Und holen das. Wunderbar.
fangt ihr wieder damit an, ja? Ich hab nicht mehr damit aufgehört. Ja, das wurde ja jetzt hier auch alles angehoben. Aber wir sind jetzt ja hier, dahinter. Ja. Alles gut. Hi. Gute Nacht. Hab schön. Ati. Hab schön. Ati. Brüchten. Dann wird es weitergehen. Wir gehen erstmal hier rüber. Ja. Mal gucken, was wir hier so für Karten nennen. Gut, hier sieht es erstmal sehr kartenendig aus. Und den Weg nach oben sehe ich da nicht. Und nach rechts. Ich dachte jetzt gerade, wäre es jetzt noch fieser, dass so einfach so ein Weg zwischen den Bäumen ist. Ne? Auch nichts. Da muss wenigstens erkundet. Ist okay. Dann geht es auf alle Fälle noch weiter, aber das wirklich mal Karten enden. So, wie sieht's hier aus? Nach oben lang. Wollen wir es noch? Unten so noch was, oder? Oh ne, hier von. Was hier? Nein. Doch. Da kommen wir noch nicht. Okay. Kaputte Leiter. Nein. Das wollte ich nicht. Hä? Ich kann gar nichts machen. Oh, dem Kleinen geht's nicht gut. Aua! Au, da hat er den Kopf abgebissen. Wer bist denn du? Eine Hobbin. Hobbine. Die unterstützt uns, wie geil. Die sah auch aus wie wir, hast du es gesehen? Ja. Also eine Ewigkeit war auf alle Fälle da. Wir kriegen eine Freundin. Ne, 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 ne. Ja, das sind die Punkte, die hier wo dann Energie reinfließen muss. Und das noch nicht aktivierbar. Aber das war gerade voll gemein von dem Typen. Dass er den Kopf abgebissen hat? Ja. Ich denke mal, der ernähren sich auch von denen. Deswegen überfallen sie ja diese Welt. Oh, wir kriegen wieder was Schönes. Zornschlagkraft. Kraftschlag legt sich schneller auf. Sehr schön, das finde ich gut. Das finde ich richtig gut. Siehst du, jetzt kannst du sogar da durch. So. Nicht wieder rutschen. Nicht? So. Irgendwas. Gucken wir mal auf die Karte, nicht wundern, dass wir einfach nur sehen, ob wir irgendwas zufälligerweise mit sichtbar gemacht haben, was wir übersehen haben. Mit sichtbar gemacht haben, was wir übersehen haben. So wie jetzt hier beispielsweise. Der Blick in die Weiten. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Das ist das, was uns die große Pflanze da. Guck mal, wie lässt sich der das Schild? Ja, in die Richtung sollten wir ja gehen, aber wobei genau. Die Karte zeigt noch da lang, also es kann noch was werden. Dein Ziel war jetzt welcher?
wollte eigentlich daneben auf den Vorsprung steigen. Weil wir irgendwie an die Richtung müssen. Zumindest habe ich keinen anderen Weg jetzt gesehen sonst. Das wird ja nicht nur sein, dass wir da lang gucken können. So verstehen, ne? Weil hier geht's nicht hoch, da geht's nicht hoch. Dann kommen wir hier nicht höher. Stell dich doch erstmal auf die Plattform da unten. Welche? Die dunklere. Okay. Da wollte ich ja hin, von der Plattform. Ich vermute mal fast, dass es bloß... Aber darüber zu springen, das ist halt... Boah. Das wäre halt sehr, sehr komisch. Guck mal auf die Map. Wir müssen unten durch. Vermutlich. Hat das nicht gerade noch geleuchtet? Nein. Können wir hier irgendwie Strom reinbringen? Die Spinne. Es wäre ein Spinnenpotenzial da. Oh. Du bist neu. Wir sind beide neu. Zu spät. Hey, ich habe aufgeladen, es kommt. Ja, genau, jetzt kommt er. Zu spät. Da die hier neu sind. Was? Die sind nicht neu. Die waren vorher hier nicht. Ach so. Die waren schon da. Oder du warst da so ein bisschen zerschüttelt. Oder ich glaube, wir waren auf der anderen Seite. Wir haben es noch nicht durchgeschafft auf der Seite. Das kann natürlich auch sein. Oh, guck mal, hier oben ist aber. Heißt das Aussichtsplattform oder was heißt das? Kann natürlich sein, dass das mal Aussichtsplattformen sind. Keine Ahnung. Ja, die haben wir jetzt ja freigeschaltet. Das könnte das eine Aussichtsplattform sein. Guck mal, ich will ziemlich hoch. Die schreit. Hey. Ach, die fliegt jetzt wieder zur Blubberbase. Ja, hier, zu der großen. Nein. Der uns gerade umbringt. Lebst du? Guck mal, noch lebst du. Jetzt nicht mehr. Bitte mach die Blubberblase noch nicht kaputt. Warte bitte, bis wir da sind. Sonst sehen wir das nicht, weil irgendein Vollidiot wieder dämlich war beim Springen. No. Betitel dich doch nicht als Vollidiot. Ich meine ja hopp. Ach so. Ich steuere den doch nicht. Das ist doch völlig... Alter! Was machen wir denn wieder? Bin nervös. Warum denn? Wenn du mir zuschaust.
okay. Die anderen Zuschauer nicht so schlimm, auch wenn ihr. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. So, jetzt macht er die Blubberblase kaputt. Macht die Blubberblase kaputt. Guck mal, ein Schmetterling. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit an. Oh, unsere Spinne ist wieder frei. Jo. Jetzt können wir wieder mit der Spinne krabbeln. Alles klar. Müssen wir dann hier und dann können wir das da vorne aktivieren. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier schon? Nein. Hier können wir runter. Wow. So, mir noch was? Okay. Also wir brauchen die Spinne. Ja. Jetzt. Geh mal Spinnchen holen. Warum gehst du nicht gleich unten lang? Ist das hier jetzt alles weg? Na, hier oben zumindest ja. Okay. Warum gehst denn du jetzt da hoch? Weil mir der lange Weg wichtig ist. Vielleicht auch einfach nur, weil ich blöd bin. Okay. Wo waren die Spinner? Ja, das pausiert nicht. Gehst du gerade den übelsten Umweg? Ja, aber ich kann. Neidig. Nee. Waren wir da schon drin? Na, hier hast du deinen ersten Spinnenplatz. Mal gucken, was hier so Schönes gibt. Noch nicht sehr viel. Also einmal hoch. Also einmal drehen. Habe ich noch nicht gesehen, dass das zum Drehen war. Bestimmt wieder auf Zeit, nicht? Ausnahmsweise nicht, okay. Als ob alles auf Zeit wäre. Ich hätte es jetzt zugetraut. So wie einfach den Weg kürzer machen, damit er nicht runterfällt. Was denn? Fast schon wieder geklappt. Push-Button. Kapiert. So, jetzt mal. Nimm. Nicht kaputt machen, nimm.
So, und jetzt? Kommen wir jetzt hier nochmal hoch? Dann müssen wir das Ding wieder hochkurbeln. Ja, und es war ja noch eine Hand da unten. Du sollst nicht alles kaputt. Ja, hörst du mal auf. Ist ja schlimm mit dem. Du steuerst den. Ich bin unschuldig. Echt? Ich bin gänzlich unschuldig. Echt? Mhm. So, jetzt machst du Strom aus. Ja, ihr kennt das Spiel. Auswendig. Nein, das ist Logik. Was ist denn das? Kann man das essen? Ich weiß, bei meinem Gameplay könnte man das vermuten, dass ich das wirklich so denke. Also ich kenne noch kein Nahrungsmittel, was Logik heißt. Soll ich mal googeln? Logik zum Essen. Soll ich mal gucken? Tu, was du nicht lassen kannst, würde ich sagen, ne? So, Strom fährt rein. Logik, Nachhilfe, Essen. Ja, Essen wahrscheinlich. Ne? Also ich wollte jetzt nicht nach Essen fahren. Ich meine, ich hätte nichts gegen Essen, das ist eine andere Geschichte. Aber das hat nichts mit nach Essen fahren zu tun. So lange müssen wir hin? Achso, hier oben waren wir schon. Jetzt haben wir das Ding aktiviert. Jetzt haben wir hier überall Blubberbläschen an. Ist hier noch was? Hallo? Nicht? Sinn, Logik und Verstand. Kann man das essen? Das kommt nicht als Google-Frage, oder? Okay, hier sind wir durch. Wo lang müssen wir weiter? Vielleicht auf den Knopf drücken. Vielleicht. Wenn man einmal nicht hinschaut. Was soll das denn heißen? Ich meine mich jetzt gerade. Warum? Ja, weil ich ja gerade nach Logik zum Essen für dich gegoogelt habe. Ach so, und da wusstest du jetzt nicht, dass ich... Ja, weiß ich wieder. So, zwei Dinger müssen wir finden. Da unten ist Blümchen. Super. Müssen wir nur noch hinkommen. Ich sehe da unten auch Monster. Die ist nur da unten. Komm runter. Komm hier. Ja, komm. Ja, komm. Hat Angst. Haben wir scharfes Schwert. Die trauen sich nicht. Die haben Angst vor dir. Verstehe ich nicht. Die haben gesehen, was du bei Minecraft getan hast. Was habe ich denn bei Minecraft getan? Oh, das war der Ausgang. Du hast meinen Hund geschlagen. Hier, wo kommen wir denn jetzt raus? Bei Minecraft. Oh, das ist eine Abkürzung hier. Warte mal, hier unten war hier noch was? Roboter. Oh ne, nicht mehr. Aua. Der haut seinen eigenen Kumpel.
Was habe ich dich down? Oh, guck mal. Schlacht first. Und noch einer. Gut. Gut, dann nehmen wir jetzt den auch nochmal. Dann haben wir das auch geschafft. Jetzt müssten wir hier unten noch einen Knopf haben, auf den wir drücken können. War eigentlich ein Ding, wo man die Tür aufmachen konnte? Nee, das war bei so einem Glasding. Okay, also war hier wirklich bloß das Ding jetzt holen und ja. Als Bonus. Gehört das mit zum Dungeon? Nein. Dann gehen wir da wieder rein.